Europa ist im Alltag von den Menschen weit entfernt und deswegen ist Europa immer in der Begründungspflicht. Ganz konkret bedeutet Europa für uns in Deutschland zunächst mal Wohlstand, weil wir vom Binnenmarkt, von dem, dass wir unsere Produkte in Deutschland, in ganz Europa verkaufen dürfen, leben und davon viele Arbeitsplätze abhängen. Aber Europa ist auch sehr praktisch, sehr konkret. Zum Beispiel die Vorgaben, was ein Apfel im Supermarkt für Grenzwerte einhalten muss. Der Verbraucherschutz wird europaweit geregelt und damit kann ich sicher sein, dass überall gute Qualität am Tisch liegt. Oder die Roaminggebühren, denken Sie dran. Die Handygebühren waren früher im Ausland teuer und wir haben die jetzt geregelt, dass in Europa nicht mehr abgezockt wird. Also auch sehr viel praktische Sachen. Und zu guter Letzt, die Urbegründung Europas ist Friedenssicherung. Ein Thema, das weit weg ist, aber im aufkommenden Nationalismus wichtig. Wir alle spüren, dass sich unsere Welt fundamental verändert, vor allem durch die Handys, durch die digitale Gesellschaft, in die wir eintreten. Und da muss Europa gemeinsam aktiv werden. Man fragt sich ja, warum heute die Amerikaner so starke Konzerne haben und wir Europäer nicht. Es liegt vor allem daran, dass wenn in Amerika jemand eine gute Idee hat im Netz, dass er die dann für fast 400 Millionen Menschen anbieten kann. Und in Europa haben wir nach wie vor fragmentierte Märkte. Er kann es nur in Deutschland, in Frankreich, in Österreich separat anwenden, diese App oder die Idee, die er eben in der digitalen Welt hat. Das heißt für mich ganz konkret, wir brauchen einen digitalen Binnenmarkt. Die Europäische Union muss ein gemeinsamer Markt werden, damit unsere Entwickler, die bei uns hier gute Ideen haben, dass die auch schnell an den Konsumenten rankommen, dann gewinnen wir auch die Zukunft. Der Brexit ist ein Trauerspiel und das spüren wir alle. Wir haben jetzt mittlerweile seit fast über 2 Jahren mit den Briten verhandelt, die Europäische Union, und dann lag am Schluss ein Konzept am Tisch, wo 27 Staaten auf der EU-Seite gemeinsam mit Großbritannien einen gemeinsamen Weg gefunden haben. Dieses Konzept liegt am Tisch und wurde jetzt vom Londoner Parlament abgelehnt. Und deswegen finde ich, wenn man sich der Größe dieser Vereinbarung bewusst wird, ist es jetzt auch die Pflicht und die Schuldigkeit der britischen Freunde, uns zu sagen, wie es weitergehen soll. Eine Neuverhandlung des Vertrages kann es aus meiner Sicht nicht geben. Wir würden damit alle Themen, die damals verhandelt worden sind, von der Gibraltar-Frage über den Backstop bis hin zur Nordirland-Frage, die müssten alle wieder neu verhandelt werden und nicht nur die britischen Fragen. Deswegen eine Neuverhandlung kommt nicht in Frage. Und als Zweites, wir brauchen Klarheit vor den Europawahlen. Die Briten können nicht ernsthaft, wenn sie die Europäische Union verlassen wollen, auch wieder an den Wahlen zum Europäischen Parlament teilnehmen. Das heißt, die Zukunft gestalten. Unterm Strich, die Zeit rennt und London muss sich jetzt entscheiden. Das Jahr 2015, als die vielen Migranten bei uns auf europäischem Boden und auch auf deutschem Boden dann angekommen sind, hat Europa richtig durchgeschüttelt und durcheinander gebracht. Und wir leiden immer noch unter den Entwicklungen, die damals angestoßen worden sind. Aber wir sind schon viel besser geworden. 95% wurden die Zahlen an der Außengrenze reduziert durch einen engagierten und entschiedenen Grenzschutz, damit wir den Schlepperbanden das Handwerk legen. Und als Zweites, wo wir noch besser werden müssen, ist die innere Solidarität. Jedes Land in Europa muss sich in der Pflicht sehen, Menschen in Not auch zu helfen. Und diese Balance ist für uns als CDU/CSU so zentral. Wir wollen einerseits Grenzen sichern, in aller Entschiedenheit dafür sorgen, dass Schlepperbanden ins Handwerk gelegt wird, und andererseits Humanität praktizieren mit einem ambitionierten Programm dafür. Wir alle wollen gesunde Luft in unseren Städten, keine Frage. Aber ich muss schon sagen, dass die Diskussion, die wir Deutschen zu dieser Feinstaubregulierung haben, an einer Aufgeregtheit ist, die ich in anderen europäischen Ländern so nicht erlebe. Es wird mit viel mehr gesundem Augenmaß über diese Fragen in anderen Ländern Europas diskutiert. Und ich würde uns Deutschen das auch raten, dass wir da mit mehr Vernunft und Augenmaß an die Debatte rangehen. Die Dieseltechnologie von heute ist eine moderne Technologie und sie wird als Brückentechnologie für die Zukunft gerade im ländlichen Raum auch weiter von Bedeutung sein. Wir müssen Gesundheitsschutz und moderne Technologieführerschaft in Einklang bringen. Das ist die Aufgabe.